und ich muss mich von Ausländern überfallen werden. Und wenn ich mit meinem Partner irgendwo da durchlaufe, die Ausländer, weißt du, was? Die haben so gekämpft mit schwulen Männern. Deutsche, alle haben gekämpft mit schwulen Leuten und so. Jetzt bekommen wir Leute vom Balkan und so, oder Arabisch oder Afrika, die sind alles gegen Schwule. Verstehst du? Die machen unser Zeug kaputt, oder? Verstehst du? Verstehst du, wie ich das meine? Wenn wir, der Freund und ich, wenn wir auf der Straße laufen, kommen vier Jugoslawen, ah, das sind Schwule da. Arschlöcher, AIDS und Scheißdreck. Wir haben kein AIDS. Ich habe kein AIDS und mein Partner hat auch kein AIDS. Darum werden wir immer böser. Verstehst du? Ja, aber die Moment. Moment. Wenn du siehst, dass du als Schwuler bist, ja, ist das normal, dass diese Leute dich verurteilen, dich ausgrenzen, nur weil du Männerliebe bist? Nein. Aber das machen die Ausländer wieder. Das machen nicht nur Ausländer. Es gibt nicht lange genug Schweizer. Aber wenig. Schwule und Lesben Ausländer. Aber immer besser. Gott sei Dank. Aber das ist dein normaler Zustand. Du wirst ausgegrenzt. Das ist nicht normal, dass du aufgrund deiner sexuellen Vorlieben ausgegrenzt bist. Ja, aber da muss ich noch, müssen wir noch die, von diesen Türken und Arabern und Scheiß noch. Aber es gibt auch arabische und türkische Schwule, die in ihrem Land ihre Sexualität nicht frei ausleben. Ja, da werden sie umgebracht oder ins Gefängnis, ja. Nein. Aber sie kommen mit, die Leute, die da kommen hierher, die kommen von da und die machen uns das Leben noch schwerer. Bitte. Aber wo ist deine Solidarität für Leute, die sich das einsetzen, dass sie nicht auch in deinem Leben einsetzen? Ja, die Ausländer von diesen Ländern, die setzen für die Schwulen und was ich was nicht ein. Sie wollen nur das Geld hier und ein schönes Leben holen. Wir können hier ausleben, im Moment noch. Aber es kommen mir immer mehr Überfälle von Ausländern auf Schule. Ja, die leben normal schwul hier weiter. Aber wer zahlt die Leute? Sie wollen arbeiten. Ja, aber wir haben ja selber weniger Arbeit. Wie kannst du immer mehr Leute bringen, wenn wir selber über 100.000 Arbeitslose haben? Fast 200.000 Arbeitslose. Wie willst du jeden Monat 3.000 Leute reinlassen, wenn wir selber 200.000 Arbeitslose haben? Also zahlt das der Staat? Hä? Ja, aber wie denn? Mit Drogen da? Ja, aber wie viel von denen 3000? Einer vielleicht? Ah, da bist du aber falsch informiert. Ja, eben. Weil ich habe so viele Kunden und so viele Leute um mich herum, ich höre alles. Nein. Das sind so linke Sachen.